Ostern steht vor der Tür, doch ist man auf die Feiertage auch gut vorbereitet? Voll Life war auf dem Martinshof im Buch auf den Spuren der bunt bemalten Ostereier und des Karfreitagseis. Das ist für uns eigentlich schon fast Standard. Ostern ist immer die hektische Zeit, ist sehr, sehr wichtig für uns. Ist nicht so Backzeit, wo eigentlich schon recht früh anfängt, schon ab Oktober, eigentlich die umsatzstärkste Zeit. Ganz klar, auf Ostern werden natürlich Unmengen von Eier verzehrt für die Konsumenten. Was dazu kommt, ist natürlich die ganze gefärbte Eier zu Ostern, und da sind wir wirklich ausgelastet von morgen bis am Abend. Tennen natürlich, denen geht das auch nicht spurlos vorbei, obwohl sie eigentlich gackern und scharren, ob nicht Ostern wäre. Aber rein von der Eier her planen wir das natürlich ganz gut ein, dass wir zu Ostern womöglich viel Eier haben. Das heißt, das Eierlegen ist ja ganz interessant. Tennen macht es eigentlich nach ihrem Zyklus. Und wir kriegen die jungen Hennen mit 18 Wochen, und 2-3 Wochen später fangen sie an zum Legen. Und wenn so eine Herde voll legt, dann legt eigentlich fast jede Henne jeden Tag ein Ei. Und wir tun natürlich dann gezielt auf Ostern womöglich viele junge Hennen einstellen, dass wir dann womöglich viele Eier haben. Karfreitagsei ist ein ganz interessantes Thema für uns. Es ist schon so, dass man das Karfreitagsei eigentlich nie noch so richtig kennt, aus Vorarlberg. Sprich, Tiroler, was eigentlich kennt, was es ist, genauso, benachbartes Deutschland. Vorarlberg ist es sehr, sehr traditionell, das Karfreitagsei. Wir tun am Gründonnerstagabend alle Nährstoffe leeren und können somit garantieren, dass wirklich nur Karfreitagsei in unserer Verpackung drin sind. Was sehr interessant ist, Karfreitag ist ja immer an einem Vollmond, sprich auch morgen. Karfreitag ist Vollmond und hat sicher auch einen Einfluss, dass da vielleicht Wasser gezogen wird, weil ein Karfreitagsei, das wird ja nicht schlecht, das heißt, das kippt nicht um, das trocknet einfach aus, das heißt, da verdunstet dann einfach Wasser, und wir haben schon oftmals dann ein Jahr später das Karfreitagsei aufgemacht vom Vorjahr, und das ist dann wirklich vielleicht nur ein Drittel vom Gewicht, fast völlig austrocknet, aber völlig geruchsfrei. Und wir garantieren, dass sie 100%ig vom Karfreitag kommen, unsere Karfreitagseier. Für was natürlich alles gut sind, da können wir dann nicht ins Feuer legen. Da wird vielleicht auch manchmal was rein interpretiert, was nicht ist. Auf jeden Fall ist es ein Glücksbringer, und wir tun eigentlich alle unsere Karfreitagseier als Karfreitagseier verkaufen.